Hey Leute, wieder am Start für euch sind Christian und Marcel von TwinsCube und wir machen nochmal ein Season-Spiel von unserem Ultimate-Team auf FIFA 14. Wir haben ja zahlreiche neue Spieler und jetzt müssen wir erst Verträge erneuern. Passiert halt nur mal, wenn man die ganze Zeit spielt. Nur am Zocken ist. Christian hat gewonnen, 2-0, glanzlos. Glanzlos, aber das Ergebnis hört sich ganz gut an. Ja. Du hattest ja auch deine Chance, einen Pfostenschuss und so, das kann man ja, darf man ja mal nicht außer Acht lassen. Ja. Naja. 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 So, wollen wir hoffen, dass ich jetzt nachziehen kann und ihr nicht voll auf die Fresse kriege. Aber ich denke, ja, mit dem ist ja noch 10. Liga. Vielleicht spielen wir uns auch mal ein bisschen hoch und nehmen dann immer mal nur ein Spiel auf oder so. Oder sagen im Nachhinein was dazu. Ja, wenn wir zum Beispiel ein richtig geiles Spiel hatten oder sowas. Und also. Machen wir denn jetzt noch hier? Ja, hier. Cheater. Genau, mal cheaten. Muss ja nicht sein, dass man hier mit halb planieren ist. Ja gut, das kann man sich auch mal, weil wenn du jetzt hier jedes Spiel aufnimmst, hast du irgendwann hier 450 Folgen oder so. Sicherlich nicht so das Angebrachteste. Richtig. Let's go to the city. Spielen wir mal zu Hause. Ich will mal zu Hause in der Allianz Arena spielen, nicht immer auswärts. Ich finde sowieso, dass das Suchsystem viel zu sehr darauf ausgelegt ist, dass man in eine andere Sitzung reinkommt. Man kann nochmal 5 Minuten warten. Gut, vielleicht bei der Aufnahme jetzt nicht so 100%ig prickeln. Also lange wie das lädt, kriegt ihr jetzt bestimmt so einen Typen mit Latenz 2. Nee. Gut, ist cool, das war. Chelsea. Hallo, meiner. Ist komplett auf Chelsea ausgerichtet? Ja. Ja, Kollege, ich hab nur die beiden, du Vogelfisch. Nimm ich halt die hier. Lass mich raten. Lass mich raten, der hat bestimmt das ganze Chelsea-Team. Mourinho, na gut. Er hat auch einen Trainer von Chelsea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Spieler von Chelsea hat er schon. Ja. Der Innenverteidiger ist nicht schlecht, der linke Verteidiger ist nicht schlecht. Aber der Rest ist mir fast unbekannt, muss ich sagen. Das kenne ich fast nicht. Ich habe jetzt nicht genau geguckt. Also Luis habe ich gesehen. Was hat denn der für ein Stadion, würde ich mal gerne wissen? Hier, Chelsea naja, was gegen... Du denn? Ja, Chelsea Stadion. Welcher Mannschaft ist unser Wappen eigentlich? Ach ja, von FC YouTube Gamer, das sind die. Genau. Ja. Der heißt ja sogar Chelsea. Naja, weil er einfach unser Fanatiker ist. Ach so, und natürlich, das ist das Stadion von Chelsea, oder? Hab ich ja eben gesagt. Steht ja auch da. Ich konzentriere mich doch nicht auf das, was du sagst. So, du musst kommentieren, die Spiele. Ich muss kommentieren, ja, mach ich doch gerne. Marcel versucht jetzt natürlich mein 2-0 in kürzester Zeit zu überbieten. Aber guck, ob du ein Gegentor bekommst, bin ich mal gespannt. Ich hab's ja gerade so abgewendet. Ja. Oh. Das war wirklich scheiße von Chelsea. Von Chelsea? Weil wieso hat der HIF als... Hey, wenn das jetzt eine Frau ist... Eine englische, die Chelsea heißt, wie von Two and a Half Men. Hat der Tschech im Tor? Ja. Ja, ein Helm hat auf jeden Fall. Was soll denn HIF heißen? Der heißt doch Chelsea, wieso hat der denn da so eine komische Abkürzung? Nein, ich weiß es nicht. Oder er wollte HIV schreiben und ist zu blöd und dachte, es heißt HIF. Das hat er wahrscheinlich schreiben wollen, ja. Na du, es gibt so einen Idioten, es gibt doch welche, die nennen sich Hitler 88. Okay, habe ich jetzt selbst noch nicht gesehen. Der heißt Baskman, also das ist jetzt auch nicht... Baskman, aus dem Baskenland. Ja, ja. Das Baskenland ist natürlich in Spanien, Spanien, aber auch Südfrankreich ist da eigentlich so in der Grenze. Ja, aber trotzdem, das hat immer noch nichts mit Abkürzung. Nee, das ist wahr. Delofeu, der ist auch nicht schlecht. Boah. Schillt einfach mal Luis und nimmt den mit der Brust weg. De Bruyne hat er auch noch. Oh. Der war noch mal bei Borussia Mönchengladbach. Der spielt. Der ist bei Wolfsburg, glaube ich. Und bei Werder ausgeliehen, ne? Oder so. Oh, wer wohnt in der Ananas? Mann, Zuckert wohnt in der Ananas. Ein Kopfballtor. Die Trost sich an sich gar nicht schlecht, ist mit die Blauen. Übrigens sind ja neu, haben wir gekauft mal vorhin. Tja. Aber irgendwie sind unsere Fans nie auf dem aktuellsten Stand. Die haben immer irgendwelche Farben. Die haben irgendwelche Trikots, die werden beschissen. Die denken immer hier, das sind die neuen Trikots. Und, oh, wir haben andere veröffentlicht. Man sollte nicht so viele Fidschi-Ware kaufen, meine Freunde. Ja, die wollen doch mal auf Aktuelles. Oh, Marcel. Machen wir nicht den Fidschi nehmen, da ist das 1-1. Das Gegentor, das ist De Bruyne. Ja? Ist das De Bruyne? Weiß ich nicht genau. Das ist, der ist ja nur durchgelaufen gerade. Oder Delefeu. Ich will mal jetzt, oder Wilshire. Jetzt mal gerne gewusst, wer es war. Ich gucke gleich. Das lasse ich dich aber voll auflaufen. Leute. Was mit den Pässen? Ich muss schon mal besser funktionieren.
glaube, De Bruyne war es nicht. Oh, ist der doof. Oh Gott. Schade. Das hat natürlich auch nicht geklappt. Das war als Gustavo. Nee. Hä, was ist denn das? Sollte das jetzt gerade Gustavo sein? Ja, anscheinend. Ach selber, der hat ja hier irgendwelche Spieler geschenkt, die überhaupt nicht die sind, was draufsteht. Ja, klar. Das ist nicht Gustavo, der nennt sich nur Gustavo. Na, das muss es doch jetzt aber sein. Ja, ja, ja. War das mit R1? Ja, das war auch noch mal. Das habe ich doch gerade gesehen. Das aber er kam nur mit der Pike ran, kann das sein? Na. Ich glaube, der kam nur mit der Pike ran. Da, ja. Ja, ja gut, gerade so noch. Jetzt probier das nochmal. De Bruyne, das war wirklich De Bruyne. De Bruyne. Okay. Aber das beschäftigt mich jetzt ein bisschen, weil Elias spielt jetzt nicht zufällig, oder? Nein. Das ist, warte. Alaba? Verdammt, oh, das gibt's doch einfach. Oh Gott, Schweiger. Dante hat doch aber übelst einen Mob auf dem Kopf. Eigentlich schon. Toni Kroos. Und nun Lukas Podolski. Grüß Gustavo. Ja. 28? Ja. Naja. Also Marcel, da hatte ich dein lieber Kevin ein bisschen beschissen. Ja, der hat mir bestimmt so ein Glitch-Kind geschenkt. Vergiss nicht, nachher wieder schön Cavani einwechseln und alles. Ja. Wollen wir mal ein bisschen unsere Macht demonstrieren. Oh, jetzt. Ich glaube, wir brauchen mal dringend was fürs Mittelfeld, fürs linke Mittelfeld, weil da läuft auch nicht viel nur. Und man merkt da schon, wer rote Linien zieht und wer nicht. Rote Linie ist jetzt auf die Teamchemie abgestimmt. Jetzt. Das ist jemand selber sehen, was rote Linie. Wenn die FIFA Ultimate Team gucken, wissen die glaube ich auch, was es ist. Also, was soll ich denn sonst meinen mit roten Linien? Vielleicht metaphorisch irgendwelche Grenzen. Ja. Denkt man natürlich auch immer direkt dran, an metaphorische. So. Jein! Aber wie Chelsea spielt er allemal nicht. Vielleicht wie Chelsea letztes Jahr, da waren sie ja nicht ganz so überragend, aber dieses Jahr spielen sie auf jeden Fall wieder besser. Lukaku, der holt sich Lukaku. Den würde ich mir niemals holen, das ist so eine Flachzange. Der hat im europäischen Supercup, den ja Bayern München gewonnen hat, hat er den entscheidenden Elfmeter verschossen. Ja. So ein Pech. Und Mandzukic. Gibt's doch nicht, ey, Leute. Da wollte er es wieder schön machen. Warum hält er das Ding immer noch auf? Das ist so lächerlich. Das ist ein Markenzeichen. Ja, ich weiß, das ist ein lächerliches Markenzeichen. Es ist ein lächerliches Markenzeichen, was der Peter Cech auf dem Kopf trägt. Der braucht es schon lange nicht mehr, habe ich gehört. Der braucht es, glaube ich, schon 4 oder 5 Jahre nicht mehr. Ja, natürlich. Aber ich kenne ihn auch wirklich. Ich habe ihn einmal ohne gesehen, das war zum Champions League Finale. Ja? Im Finale daheim. Na, jetzt hier auf der Karte hat er auch das Ding nicht auf. Das ist jetzt das 3:1 bei Zukic. Aber auf der Spielekarte hat er es auch nicht drauf. Ja, gut. Da ist er auch nur ohne. Ja, komm, du hast 3:1 kassiert, fang an zu heulen. Danke. Oh. Jetzt leckt das schöne Spiel. Ja, ich muss sagen, du spielst eigentlich auf jeden Fall besser als ich. Naja, aber auch einfach zu unkonstant. Also irgendwie 90% der Pälle kommen ja gar nicht so an, wie ich will. Ja, guck dir das doch mal an! Was sind denn das für Pässe, Mann? Das kann ich doch mal durchziehen, oder nicht? Ja, bestimmt. Ha, hat er erspielen müssen. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Ja. Drückt doch L2, das heißt doch eigentlich für Philipp Lahm, er muss anhalten, oder nicht? Aber nein, nicht an. Wieso auch? Das war Quatsch. Wie findest du eigentlich das Stadion von Chelsea? Größer. Ich finde das auch so allgemein, das ist ziemlich, weiß ich nicht, alles zusammengesetzt irgendwie aus irgendwelchen Teilen, da fehlt irgendwie die Einheit und dann blau angemalt. Ja, reicht doch. Ja. Oh! Das habe ich gewusst, dass du das versuchst. Abseits. Ja. Ja. Schon, da freut er sich ja. Ja, ich hab's noch vor dem Spiel gesehen. Danke. Ja, da freut er sich. Und jetzt regnet es auch noch.
Hat es vorhin schon geregnet? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hatte so schon mal, dass es während der Halbzeit angefangen hat zu regnen dann. Also dass es danach dann geregnet soll vorkommen. Das Wetter hält sich nicht so gern an festgelegte Sachen. Es macht, was es will, vor allem im April. Ja, genau. Wer hat mir das gezeigt? Lukaku. Ja, auch immer ein Schwein, das gibt's gar nicht. Ey, wo passt du hin? Ey, da soll das Ding auch im Leben nicht hin. Meine Fresse. Aber das zum Beispiel gerade, er steht da völlig frei und ja, der spielt nach rechts außen. Das der ist mir abgerutscht. Boah, du hast doch online überhaupt nicht diese Selbstbestimmung drin. Die ist doch eigentlich komplett raus, so alles manuell. Ach nee, ich hab ja mit Hilfe, boah. Ich spiele eigentlich mit Passemi, fällt mir ein. Aber das hat ja nicht irgendwo an einem bestimmten Punkt auch nicht mal geklappt. Ich habe mir ja irgendwann mal was bei gedacht, das auf Hilfe zu stellen. Aber ich frag mich gerade, was ich mir bei gedacht habe. Ich glaube, es hat irgendwann gar nicht mehr geklappt. Dass ich ja irgendwie null mehr mit Parker. Ich habe es auch mal eine Zeit lang manuell probiert, aber das finde ich persönlich nicht ganz so annehmbar, weil man sich einfach viel zu doll konzentrieren muss. Also ich spiele schon eigentlich, seit ich denken kann, das meiste mit Hilfe. Ja, die meisten spielen mit Hilfe. Und auch volle Bewegung und alles. Und oh ah, ja. Dann habe ich aber bei Marcel mal gesehen, dass er die Flanken mit Semi spielt und die kommen auch viel, viel besser. Ja, natürlich. Und das mache ich jetzt natürlich auch. Fantastischer Kopfball, aber der Torwart ist zur Stelle. Oh. Ich glaube, da liegt die Bräune. Das ist mir okay. Da liegt die Bräune vom Sommer. Leute, Mann, was hat denn der für einen Ballmitnahme? Meine Fresse. So ein Ding, jetzt müsst ihr mal irgendwo vorbeikommen. Oh. Oh ja. Och, ey, Leute. Mein Gott, das ist doch... Sicher! Die Pappnase. Jetzt wird's auch ein bisschen, ja, mehr so ein verflochtenes Spiel. Es fehlen irgendwie. Jetzt pass auf, jetzt, da haben wieder vier Leute gleich um dich rum. Vier Leute. Oh, ja, musst du es selbst. Der wird auf defensiv gestellt haben. Oder halt auf offensiv und hinten. Mit den einzelnen Optionen noch was in der Verteidigung Druck, wahrscheinlich. Ja. Sieht man nämlich auch fast schon so aus. Schön. Ach Leute, verarscht mich nicht. Keine Sau kann so halten. Naja, ich habe nur Kopfballstock. Ich habe Boateng, ich habe Dante, ich habe Mandzukic. Ist ja klar, dass da fast jede Ecke drin hielt. Und ganz ehrlich, ich habe ja öfter mit Manchester City und so gespielt und auch mit Chelsea auf, noch in den früheren FIFAs. Das liegt jetzt hier nicht an dem Bug. Den Bug mit der Ecken gibt es eigentlich nur auf der PS3. Sondern die haben echt kleine Abwehrspieler. Großartig jetzt. Die haben nicht wirklich große. Und wenn ich da denn so eine Kopfballmonster habe, ist das nicht weiter verwunderlich. Das gerade rein. Ja, Manchester City ist nicht Chelsea. Ich habe ja gesagt, ich habe mit Manchester City und Chelsea gespielt. Weil die haben vom abwehrtechnisch sind die eigentlich fast gleich. Ja, trotzdem. So, wir wechseln jetzt einfach mal. So, und zwar eigentlich dasselbe Wechsel wie vorhin. Elia kommt rein, Cavani kommt rein und Mkhitaryan kommt rein. So, mal gucken, ob man. Schönen Wechsel sehen, aber nein, der muss noch einwichsen. Jetzt ist er fertig, sehr schön. Das finde ich auch cool, dass sie jetzt mal klatschen und so ein bisschen gescheiter rausgehen als sonst. Nein, hat er nicht. Rechts waren wir aber. De Bruyne geht und wer kam? Sturridge. Oh! Oben da ist er. Okay, dass das Chelsea-Fan ist, muss man sich jetzt nicht weiter erraten lassen. Also. Ach! Glaubst du? Der ist Chelsea-Fan, ja. Das habe ich jetzt mittlerweile auch irgendwie mitbegriffen. Wie hast du das jetzt? Also, ich würde ja eher sagen, dass es so ein Barcelona-Fan ist. Ich weiß auch nicht warum, ich habe jetzt nur die Eingebung und hohen Ball. Oh. Warum so Ball mal nicht besser kommt? Die Laufpässe sind noch, die gefallen mir überhaupt nicht irgendwie.
Ja, halt mir auch nicht. Ja, meistens spielen die nicht wirklich in Lauf. Also nicht weit genug in Lauf. Rika Barney. Oh. Das ist ein Hochgenuss, sage ich dir. Er geht auch nicht raus. Respekt an der Stelle. Ja aber gut, 5-1. Das hast du das schon gespielt, da musst du dann eben den. Aber wenigstens haben sie den richtigen Faden gekauft. Barcelona? Was war übrigens auch mit der 1? Ich hatte auch überlegt zu lupfen, aber ich habe gesagt, machst das lieber hier schön. Der Cavani kann das natürlich. Ja, 87 schießen oder so. Ja, was übertreibt's wieder. Oh. Aber ich habe dafür auch ein Gegentor bekommen. Schiedsrichter, ich bitte dich, ja. Nee, das muss er pfeifen. Nee, das nicht. Bin ich ganz auf der Seite des Schiedsrichters, der spielt kurz. Ja, da komme ich aber nicht hin. Cavani. Oh, und lang. Schnell. Mkhitaryan. Er nimmt den Torwart raus. Er nimmt ihn wieder rein. Och, dass sie von sowas nicht treffen, Mann. Finde, greif mal den Torwart, du willst dumm machen, die Kommentatoren. Ja, aber mach doch dieser technisch dumm. Wenn, für sowas, ein Wunder. Oh. Zumal was der die Bälle, die der hält, ja. Ich meine, die Tore, die er reinkriegt, sind ja eigentlich unhaltbar. Oh, zauberhaft. Oh, scheiße, schade. Der war's mit Mkhitaryan. Schade. Lachen wir den nochmal aus. Oh, Sturridge, der kommt nicht durch. Das würde mich auch immer übelst aufregen. Ich meine, als Stürmer, dann nimmst du denn nicht erst das richtig an, sondern kannst dir ein Stückchen schon vorlegen in Lauf, sag ich mal. Hast du gesehen? Ja. Hat der ein Schwein? Cavani. Gustavo geht erstmal in die Grätsche. Schade. Gut mitgespielt. Er geht im Entscheidenden. Haben wir's her, aber du bist noch nicht durch, glaube ich. Also das wird nochmal spannend hier. Fand der, das finde ich auch gut, der Typ, der da sitzt, der bewegt sich echt nie. Also der da, den man da jetzt rechts sieht, der da so ein bisschen hockt, den siehst du echt nie, der bewegt sich, der kann Ball hinfliegen, scheißegal. Der sitzt da einfach, guckt stur gerade aus. Oh, schade. Ich hab vor meinen Ecken aber echt Angst. Sollte man auch, hat man ja gesehen, ich glaube es war, wie viele Eckentor hast du? Zwei. Zwei, drei? Ich glaube drei. Sonst. Jetzt läuft Walcott seinem Gegenspieler davon. Walcott. Sauber geklärt. Oh, Mann. Jetzt galt er die Haut durch, genau. Lahm, der kann das. Nein, kann er nicht. Ich erinnere dich, WM 2006 mit seinem geilen Winkeltor. Ja, gut. Ich glaube, wie oft trifft er alle 2 Jahre? Ja, alle 2 Jahre hat er gesagt, erfüllt doch einen Dienst für Deutschland. Aber was immer für schöne Tore. Du. Und wichtige Tore sind es ja auch. Lukaku. Mag den nicht. Kann den nicht mal. Belgier. Ne, hab ich gesagt, kenn ich nicht. Oh Leute, leg das Ding doch mal nicht so weit vor. Ah, guck mal, er versucht es noch weiter. Eigentlich spielt er ja so. Ja, er hat ein bisschen Pech in der Abwehr, weil die Abwehr von ihm ist scheiße. Und vorne sollte er sich auch nochmal noch was holen, aber sonst spielt er, finde ich, eigentlich gar nicht so sehr schlecht. Also das Ergebnis hier zum Beispiel sowas, kriegt er noch nicht ganz hin. Oh! Nein! Mann! Gustavo. Mit der falschen Frisur, mit dem falschen Gesicht. Dann musst du den auch machen, wenn du das Ding so spielst. 90. Minute. Von Name war nur geliehen. Jetzt. Hä? Irgendwie ein bisschen Drogen genommen oder so? So, und letzter Angriff. Komm. Da soll noch mal jetzt was passieren hier. Müller. Über rechts außen. In der Mitte steht nur Cavani. Was macht er? Er geht alleine rein. Nein. Eckball nochmal. Ja, also, gut. Doch 6-1. Wahrscheinlich, ja. Mein Tuchel sitzt aber nicht mehr drin. Ich muss jetzt Dante machen. Was? Alter. Was?
Das machen Schiedsrichter auch wirklich in der Realität, wenn bei so einem deutlichen Stand pfeifen die eine Ecke ab. Das habe ich noch nie gesehen. Aber normalerweise pfeifen sie vorher ab, wenn das Ding jetzt ausgeht, pfeifen sie ab, nicht nach der Ausführung der Ecke. Aber vor allem die ist auch im Flug, die setzt sich irgendwie durch oder ja. Sowas, wo sie hinten wieder rausspringt, sondern... Oh, man zugeht! Oh! War es vielleicht doch drei Eckentore? Wir können ja mal gleich gucken. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Naja, eigentlich nicht, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Da drückt schon mal. Na, 20 Minuten ist okay. So. Achso, das war auch nur ein Kopfballtor, ja, okay. Nach dem Abpraller. Dann waren es doch nur zwei Ecken. Dann ist ein Tor. Oh, eigentlich. Das fand ich aber schön. Das ja, fand ich muss sagen. Wie läuft sich freuen? Ach, ja, okay. Ach, genau. Ja. Sein zweites. Waren dann doch bloß zwei Ecken. Ich muss schon sagen, sehr gut gespielt, genau. Lieber Marcel, sehr gut. Kam das dritte Tor. Die hinten, die sind schon alle übers Platt. Die ganzen Fans. Dann kam das vierte Tor. Was da los ist. Hier unten steht ein Riesentampon. Ja, genau. Ohne Schnur. Mit Gestell, den musst du dann. Ja, will ich jetzt nicht. Und so weiter. Ich kenne mich ja damit gar nicht aus. Vier. Ja, dann halt jetzt das fünfte dann. Ja, ah, das müssen wir nochmal gucken. Genau, ja. Cavani. Er erfüllt seinen Dienst, würde ich sagen. Matsukic ist zwar noch besser, aber er erfüllt seinen Dienst. 8,1. Matsukic mit 9,4 aber. Ja, das ist natürlich Weltklasse. 530 Münzen bekommen und ich würde sagen, Skillprämie können wir uns hier nochmal angucken. Guckt mal. Ja. Ich habe mich abgebrochen, mal 1,05 Multiplikator insgesamt auf 0,52. Spiel ohne Gegentor habe ich natürlich leider nicht bekommen. Minus 10 wegen Karten, Foul, Abseits. Abseits minus 1. Wow, Gegentor minus 20. Gut, das war's. Ich fand's gut. Ich auch. Jo. Und wir sehen uns in Folge 9. Macht's gut. Nee, Folge 10. Oder Folge 9. Ich weiß es nicht.